Hallo und herzlich willkommen zurück bei Phantasia World Resort. Endlich ist es soweit. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe einiges fertig bekommen und zwar vor allen Dingen in dieser Folge Wege. Ja, unsere lieben Wege sind so weit vorwärts gekommen, weitergekommen damit. Ja, endlich sind fast, ich glaube, mit der nächsten Folge sind dann fast alle Wege auf die Finn-Wege umgebaut. Ja. Auf das Finn-Modell, ja, ohne großartig Details einzusparen. Ich finde die neuen Wege auch ziemlich, sehen ziemlich gut aus. Überraschenderweise, ja, war ich überrascht. Wie viele Teile ich da damals verschwendet habe, das ist mir erst recht aufgefallen, ja. Also das war schon verdammt viel. Und das alles nochmal neu zu machen, zum Teil neu zu machen, sagen wir so. War schon anstrengend, aber es hat sich, glaube ich, gelohnt. Wir sind insgesamt bei den Wegen, habe ich geschafft, dass wir unter 4000 Teile, knapp 4000 Teile, alle Wege zusammen. Am Ende werden es auf jeden Fall so wirklich, am Ende wirklich nur so 4000 Teile sein. Alle Wege. Auch die Runterwege und die neuen Wege, die noch dazukommen. Ja, kommen ja ein paar hier und da noch dazu. Ich denke, mit 4000 Teilen sind wir gut bedient, oder? Das ist schon deutlich weniger als vorher. Ich glaube, da waren wir bei 8000, waren wir gut bei 10.000 Teilen. Bestimmt 10.000. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ja, ich muss das mal nachgucken. Für die nächste Folge schaue ich mal nach, wie viel das in der Original hatte. Ja, damit ich das jetzt mal genau vergleichen kann. Aber das war halt so etwas, was ich jetzt angegangen bin und endlich mal fertig gemacht habe. Endlich die Wege fertig. Ja. In dieser Folge ist dann noch nicht alles fertig. Ja, seht ihr noch, dass ich da jetzt gerade an diesem Weg bin. Was kommt noch Neues? Ja, der liebe Markus von Alle Rasten aus hat mich ja immer darauf hingewiesen, es sind zu wenig Flatrides im Gebiet. Ein neuer Flatride kommt dazu. Der ist auch schon fertig eingebaut. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in dieser Folge habe oder ob das in der nächsten Folge kommt. Weil ich das alles so im Binge aufgenommen habe und einfach nur in der Mitte durchgeteilt habe. Ja. Die 3,5 Stunden von heute und 3,5 Stunden beim nächsten Mal, die in 20 Minuten zusammengefasst werden. So, was ist noch? Dann habe ich den Platz gefunden, wo ich die neue Achterbahn baue, ja, den Dropkick Coaster beziehungsweise Dive Coaster, der kommt hinten beim Wäldchen, kommt der hin. Da habe ich schon mal ein Blitzchen gefunden, da werde ich auch, habe ich mir auch einen Prototyp kurz gebaut, da habe ich natürlich dann wieder abgerissen, weil bauen tun wir ja mal zusammen. So, was noch? Der Bumerang hat auch schon ein Plätzchen, habe ich auch schon ein Plätzchen gefunden. Ja. Da werden auch ein paar Sachen, muss ich das Gebiet auch nochmal minimalst erweitern. Aber da habe ich auch schon Plätzchen für, wo der hinkommen kann. So dass wir am Ende 3 Achterbahnen in dem Gebiet haben. 3 Flatrides. Ich denke, damit ist das Themengebiet schon gut gefüllt. 3 Großachterbahnen, ja. Und 3 Flatrides finde ich gar nicht so wenig. Ja. Man kann natürlich immer mehr machen, ja. Aber das ist ja kein ganzer Park hier, das ist ja ein Themengebiet. So, und ja, für manche Mini-Parks, zum Beispiel für die Mini-Park-Challenge, braucht man zwar vielleicht ein bisschen mehr Flatrides, aber man hat auch deutlich weniger Platz. Ja. Und da muss man auf mehrere, viel mehr Ebenen arbeiten, als wir jetzt hier getan haben. So, was kommt noch? Nächste Woche werde ich mal gucken, dass ich ein Video aufnehme, wo wir dann den Vergleich haben. Beziehungsweise wird es am Ende geben, wenn ich mit allem fertig bin, werde ich mal ein Vergleichsvideo machen. Ja, da werde ich dann nichts großartig sagen, sondern wird einfach ein musikuntermaltes Vergleichsvideo laufen lassen und wird euch dann das zeigen. Ansonsten, was ist noch?
Ja, dann steht ja noch unsere 100 Abonnentenfolge. Ich bin immer noch dran, ne? Ich bin immer noch das Material am raussuchen, was ich da reinmache. Ja, also nicht wundern, das kommt noch. Ich bin im Moment ein bisschen immer wieder am gucken, was kann ich aufnehmen. Und jetzt hat er erstmal Priorität. Der Phantasia World Resort hatte erstmal Priorität. Nächste Woche kommt dann auch wieder ein Parkcheck von Demi und mir zusammen wieder. Wie gewünscht. Mache ich das wieder nicht alleine, sondern mit ihr zusammen. So, dann, was kommt noch? Was ist jetzt noch zu tun? Also, den Platz fertig bauen. Der steht noch aus, da habe ich jetzt nicht viel geschafft, aber ich habe bei unserem Dampfwerk eine kleine Erweiterung eingebaut und das ist in dieser Folge zu sehen. Da habe ich mir mal ein bisschen Zeit genommen und mal eine große Anlage gebaut. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Dann habe ich mitbekommen, dass ein gewisser Benutzername, ja, ihr kennt ihn vielleicht, auch irgendwie an einem gewissen Steampunk-Gebäude gearbeitet hat. Ich konnte es leider nicht sehen. Ich habe im Moment einfach das Problem, ich habe von der Internetleitung kann ich keinen Livestream gucken. Zumindest nicht auf Twitch. Ja. Also keine Sorge, ich kann mir auf Disney Plus und sonst wo kann ich mir alles angucken, aber nicht im Livestream auf Twitch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Ich habe so einen Magenta-Hybrid-Anschluss. Liebe Telekom, es wäre zwar schön, wenn ihr was anderes anbieten würdet, aber ich weiß ja, ihr habt keine Kooperation mit dem lokalen Anbieter. Vielen Dank. So, ja, das ist halt mein Problem. Ich kann halt nicht eine Internetleitung bekommen, die schneller ist im Moment. Ich bin aber im Moment am gucken, dass ich da demnächst mal, dass sich das demnächst vielleicht ändert. Vielleicht kriege ich da eine Lösung. Ja, dauert aber bestimmt noch so ein, ich denke mal fast ein halbes Jahr. Dann habe ich hier mal das Datum geändert. Ja, da wurde ich ja darauf hingewiesen von, wie heißt er? Von Mickey in seinem Video, dass da Daten stehen, die nicht weit genug in der Zukunft sind. Ich bin im Moment echt. Normalerweise wollte ich schon längst fertig sein mit dem Steampunk-Gebiet, aber ich hatte dann viel zu tun und was noch dazugekommen ist, keine Lust. Ja, wenn man keine Lust hat, sollte man es dann auch sein lassen. Ne? Ja, das sollte man dann wirklich nicht auf Krampf irgendwas bauen. Das bringt nichts, das funktioniert nicht, das gibt auch immer nur Mist raus. Ja, beim letzten Mal habt ihr gesehen, der Park Express hat einen neuen Zwischenpunkt, auch im Steampunk-Gebiet hält er an. Ja, für alle Lauffaulen ist jetzt auch im Steampunk-Gebiet nochmal ein Park Express-Station. Ist auch ganz gut so, weil ich glaube, wenn der in jedem Themengebiet dann drin ist, sollte der auch dann hier seine Station auch im Steampunk-Gebiet haben, weil man ja je nachdem nicht nur von der Main Street hier rüber fährt, sondern von anderen Themengebieten. Gibt's da welche? Nö. Vom Resort zum Beispiel. Jetzt habe ich hier mal die Höhle richtig gemacht, den Baum richtig gesetzt. Entschuldigung für mein Hüsterkin. Ja. Aber das ist nur Räuspern. Ja. Das ist jetzt kein Corona. Jetzt ist alles gut. Im Moment einfach nur ein bisschen. Hab im Moment nur ein bisschen die Nase voll, was dieses Wort ist, aber das ist ja alles okay. So, dann seht ihr hier, ein bisschen Platz schaffen. Muss ich ja noch ein bisschen hier die Kleinigkeiten korrigieren. Und wenn man irgendwann die ganzen Wege gemacht hat, hat man keinen Bock mehr. Ne? Dann hat man irgendwann so ein bisschen, geht die Lust raus. Ja? So, da die Beleuchtung muss neu gemacht werden. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr, ne? Ich habe so einiges gemacht gleichzeitig. So, achso, erstmal das Modell nach oben.
dann hier endlich korrigiert, dass das auch mal gerade ist. Ja. Ach ja, so einige Sachen. Und jetzt bauen wir was. Eine riesengroße Maschine. Nur für euch. Ja, habe ich eine riesengroße Maschine gebaut. So, dass wir was im Dampfwerk stehen haben. Ja? Also im Maschinenraum, dass da auch wirklich was drin ist. Ne? Und nicht nur dieses kleine Fitzelchen, wo der Blippi Jones arbeitet. Sondern wirklich was. Und ja, ich habe eine Sache gemacht, die werde ich wahrscheinlich wieder rückgängig machen. Das ist mir jetzt erstmal so aufgefallen. Ihr kennt das manchmal, ja. Also man hat bei Planet Coaster eine Idee und ein paar Tage später hat man eine bessere. Und das werde ich jetzt auch umsetzen. Und zwar werde ich oben das Gebäude dann offen lassen. Aber das werdet ihr ja noch sehen. So. Eieieiei. Ne? Da denkt ihr auch, boah, ist das eine Anlage hier? Ist das ein Motörchen? Da ist auch nicht Power dahinter. Das ist auch extra ein bisschen so geschräg gemacht hier. Ist der Tank da oben drauf. Der Hochleistungstank. Einfach mal ein bisschen Späßchen machen. Ja, ist eine Mini-Lokomotive quasi. Nee, ist auf jeden Fall, ich denke mal, ganz cool geworden. Das Ding. Wir werden auch demnächst mal wieder Lifetime-Parts einbauen. Habe ich auch vor. Keine Sorge, die kommen wieder. So, überall dreht sich was, überall läuft was. Ja, ist doch gut so, oder? Wie findet ihr das? Ja. So. Ja. Überall ist irgendwas am Laufen. Drehen und wenden sich. Ja, die ganze Energie muss übertragen werden. Ja, ich finde immer diese... Das ist die einzige Stange, die dir genau passt, von der Länge. Von der Dicke her auch. Das ist hier diese den Laternenmast, wo das auch nicht so auffällt, dass der sich nicht dreht. Ne? Sagen wir mal so, da fällt es nicht so extrem auf, dass er sich nicht dreht. So, dann hier noch ein bisschen Verrohrung. Ist ja klar, muss ja auch wieder rein. Ja. Irgendwo müssen ja die Rohre, muss ja die... Das Wasser kommt von oben runter oder so, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall haben wir da ordentlich Power hinter. Hinter diesem 30-Zylinder-Motor. Ja, von der Höhe her hätte ich jetzt vorher gucken müssen. Aber das würden wir dann ja noch ein bisschen anpassen. Ne? Da kommt ja noch was. So. Muss ich mal gucken, dass das auch. Dass da genug Platz ist, ne? Ist ja alles ziemlich eng gebaut. So, ein bisschen kleine Details. Ja, ich weiß, manche Details wird man gar nicht sehen. Ja, das ist mir schon wieder bewusst. So, dann habe ich geguckt. Ja, das ist hier eigentlich oben. Und das hätte ich so lassen sollen. Fast so lassen sollen, sagen wir mal so. Ja. Will ich auch ein bisschen, werde ich da nochmal zurückbauen. Zumindest teilweise. Und ja. Naja, manchmal hat man einfach dann nachträglich die besseren Ideen. Kennt ihr ja auch, ne? Ja, das Dach, das da raus muss, das ist mir klar, aber man hat nachträglich vielleicht immer noch die besseren Ideen. Ich werde das da oben nach oben hin offen lassen. Beziehungsweise nur dünn abschließen, so dass der Tank da oben von außen sichtbar bleibt. Ja, sieht, glaube ich, wahrscheinlich am Ende besser aus. Das ist auf jeden Fall so eine der Sachen. Ja. Und ihr seht hier, jetzt mache ich hier die Wände hoch und dann sieht das alles so ein bisschen unförmig aus, in meinen Augen. Ja. Vielleicht hat auch unser Kollege Bruder Diesel, ja, der beste Diesel der Welt, ja, eine Idee. Ja, er ist ja ein Profibauer. Ja. Vielleicht kommt auch von den anderen Profis was, die vielleicht noch eine Idee haben, wie man das vielleicht ein bisschen schöner gestalten kann. Naja. Aber ich denke mal, ich werde das da einfach oben relativ offen machen. So, dass es ein bisschen
ja, ein bisschen freier steht. Ach ja, ist das herrlich. So. Dann ist mir aufgefallen, was ich machen muss, damit es passt. Ne? So. Ich werde das, glaube ich, ganz anders machen. Manche Sachen werde ich anders machen. Also es fällt einem beim Bauen ja immer erst später auf. Ne? Oder wenn man sich dann mal so einen Tag später anguckt. So, jetzt kommt die Beleuchtung. Ja, ein bisschen Beleuchtung muss ja dahin. In die Maschinenraumhalle. So, und das war sehr fummelig, weil das so eng war. Und ich ständig durch die Wand gepackt bin und das nicht sehen konnte. So. Dann habe ich mit Umgebungslichten dann gearbeitet. War nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, aber hier die Eisenbahnlampen. Ja, die fand ich passend. Beleuchten dann mir schön die Maschine. Und man sieht da ein bisschen was. Ein bisschen. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ein bisschen Feuer drunter. Aber das sieht keiner. Ne? Das sieht man ja nicht. Ja. Irgendwas muss ich dann noch finden. Ich wollte was, damit es aussieht, als wäre es da richtig schön warm. Oh. Naja, ist halt immer so ein bisschen problematisch, wenn man was sucht und nichts findet. Oh. Ach ja, findet man immer irgendwann mal was. Vielleicht habt ihr neue Ideen, wie man das ein bisschen besser ausleuchten soll. Na, zum Schluss habe ich da schon. Hier ist dann so dieser kleine Kurzschluss. Ja, den habe ich dann noch eingebaut. Habe ich dann gedacht, okay, der passt dahin. Der steht direkt neben dem Bradley Jones. Ja, der Jones, unser Ingenieur, hat wohl Biss gebaut. Ne? So. Jetzt sehen noch die roten Warnlampen. Ich denke, das passt beim Lounge. Jetzt seht ihr hier die Außenverkleidung und die gefällt mir nicht. Ja, ich glaube, dann lieber offen, bisschen offener lassen und dann die haben wir so die Verkleidung. Ah ja, was habe ich noch gemacht? Oh, die Baustelle. Die Baustelle war auch wichtig. Ja. Musste ich auch einiges nochmal machen. Ja, hier mal ein paar Sachen korrigieren, ne? Und da das Einzelteile waren, die nicht richtig zusammengebaut waren. Aha. Wer hat es denn erfunden? So, dann hier ein bisschen Deko. Ein bisschen Theming vor der Tür. Beim Ausgang. Ja, ein paar Kisten. Ja, ein bisschen Fracht. Alles Mögliche. Und jetzt geht's wieder weiter mit Wegebasteln. Ja. Und damit wird es auch in der nächsten Folge weitergehen. Mit Wegebasteln. Da könnt ihr euch mal sicher sein. Es dauert halt. Ne? Wenn man das alles am Anfang richtig gemacht hätte, ne? In Staffel 3, ja, ich könnte mein damaliges Ich jetzt gerade verkloppen. Aber so ist das nun mal. Ja. Sorry fürs Räuspern heute. So ist das nun mal heute. Heute ist alles anders. Aber freut euch drauf. Ja. So. Und an dieser Stelle geht mein herzlicher Dank raus an alle, die da draußen fleißig arbeiten und dafür sorgen, dass wir sicher zu Hause sein können. Also an die Erzieherinnen, an die Krankenschwestern, Altenpfleger, Ärzte, Müllmänner und wie sie alle das ganze öffentliche Leben so weit wie möglich am Leer im Laufen halten. Auch die im Einzelhandel, die Kaufleute. Ja. Ihr macht einen tollen Job. So, das musst du jetzt einfach an dieser Stelle nochmal raus. Und alle anderen, die es können, stay at home. So, das muss jetzt einfach nochmal sein. Das gehört halt dazu. Und bis demnächst. Ciao.